kein Kätzchen töten. Nein, nein, Gnädigste, wir fangen ihn natürlich ein. Aber dazu müssen wir ihm eine Art Falle anlegen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Reise ins All. Beim letzten Mal sind wir in diesem Dorf hier angekommen, das scheinbar noch nicht von den Marsianern hier überrannt wurde. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen umschauen. Zwei Häuser haben wir uns schon angeschaut, in einem auch einen Eimer reingeschoben als Quest. Und für die Quest 50 Erfahrungspunkte bekommen. Und jetzt schauen wir mal, was es sonst noch so zu sehen gibt. Außer diesen 10 Talon hier. Wir sollen noch einen Tiger fangen übrigens. Der Schrank ist verschlossen. Man kennt hierzulande offenbar schon umherziehende Abenteurertrupps, die alles mitgehen lassen, was nicht nied- und nagelfest ist. Was soll das denn heißen? Das soll heißen, dass ihr Diebe seid. Kultieren, die ein Kehrgerät erfunden haben, sind mir gleich sympathisch. Bauern kämen hier auf ihre Kosten. Wackere Helden leider überhaupt nicht. Obacht! Da ist nichts zu holen. Wand erweist sich als kaputt. Eine Schaufel. Die säuberlich gestalteten Saatgutkisten sprechen für den unverhohlenen Optimismus der Leute, dem Dschungel auch weiterhin das Nötige abzutrotzen. Du nimmst einen Apfel. Ho, ho, Pfeifenkraut! Da ist nichts außer Heu und nur eine Heugabel. Der Sackstapel duftet auffällig nach Tee. Vielleicht, weil er Tee enthält? Das wäre eine Möglichkeit. Okay. Das wäre natürlich wirklich eine Möglichkeit. Dann auf in den Dschungel. Das... Aha! Meine doch wohl, den Platz erspäht zu haben, an dem der Tiger sein Fresschen einnimmt. Zweifellos. Und ich möchte hinzufügen, wir haben es offenbar mit einem ausgesprochen hungrigen Gesellen zu tun. Okay, das sieht so ein bisschen nach verlorene Wälder aus. Das scheint die Stelle zu sein, aus der der Tiger bevorzugt aus dem Gehölz bricht, um das Dorf zu erschrecken. Dann sollten wir uns hier demnach auf die Lauer legen. Kein Kätzchen töten. Nein, nein, Gnädigste, wir fangen ihn natürlich ein. Aber dazu müssen wir ihm eine Art Falle anlegen. Mal schauen, mal überlegen. Ah, aber ja, alle Wetter. Was trage ich doch für ein gescheites Haupt spazieren? Wir graben eine Grube. Eine großartige Idee, dann können wir uns wenigstens vor der Bestie verstecken. Aber nein, darin werden wir das Untier fangen. Wir bedecken es mit dichtem Dschungelgras und locken es hinein. Alles, was wir noch benötigen, ist ein schmackhafter Köder für die Bestie. Den Leutnant? Melde mich bereit! Pfui, wie garstig von dir, Wesen, meinen naiven Schatz so übel mitspielen zu wollen. An einem so zähen Knochen wird der Tiger ohnehin keinen Geschmack finden. Suchen wir etwas anderes. Fürchte, im Mittelteil nicht mitgekommen zu sein. Wie lautet der Plan? Wir kramen eine Grube, bedecken sie mit Dschungelgras und locken per Köder den Tiger hinein. Aha! Okay. Dann schauen wir mal nach Dschungelgras. Ist das hier Dschungelgras? Nö. Ich hoffe doch, es erwartet niemand von uns, darüber zu springen. Keine Sorge, das wäre in der Tat eine gar zu tollkühne Idee. Doch, eigentlich wollte ich schon, dass ihr da ist. Nein? Nicht? Dann halt nicht. Dann gehen wir halt hier rüber. Wie er guckt. Schön. Gehen wir halt erstmal immer rechts lang. Sapperlot, die Anhänger dieses abscheulichen Kults scheinen immer noch ihr Unwissen zu treiben. Wovon reden Sie, Herr Professor? Seien wir einfach vorsichtig. Ich verspüre keinen Bedarf, in derartig grässliche Episoden verwickelt zu werden. Ja, ja. Okay. Hm.
Na dann eben nicht. Kann Bananen ohnehin nicht leiden. Ach, das sollen Bananen sein. Hihi. Okay. Ich weiß nicht, was das soll, aber ist es halt da, meinetwegen. Dann schauen wir doch mal. Ich will ja immer noch das Wüstengras. Nicht Wüstengras, das Dschungelgras. Oh, hi. Hi. Kann ich euch... Seien Sie gegrüßt, edle Wanderer. Sie sehen müde aus. Bitte nehmen Sie doch Platz und ruhen Sie sich etwas unter unseren wachsamen Augen aus, Sahibs. Trau ihm nicht, Kerl. Ach verdammt, der Trick ist einfach zu alt. Wenn sogar solche Opfer rechtzeitig Lunte riechen, dann eben auf die direkte Art. Fuck erscheint. Fuck, was soll das denn? Halt, ich sollte einmal einschätzen. Die kennen wir noch nicht, deswegen... Hauen wir rein. Die sind sicher nicht für Eis gewappnet. Schlitztückisch. Ist geschockt. Verdammt, Magwitz schläft. Kann ich den nicht aufwecken? Grässlich. Soll man denn der dünne Leute überhaupt treffen? Wir können sie erst füttern und dann erschlagen. Magwitz wacht auf. Sehr schön. Und jetzt sind beide geschockt. Haha. So muss das. Das kann ich in Ruhe einschätzen. Also, was haben wir denn hier? Dürremännchen namens Fug. Die haben ein bisschen Leben und ein bisschen MP. Donner und Feuer sollte man nicht nehmen und Schläge auch nicht. Aber Wasser, Ramattacken und Konfus, ja gut, das ist ja ohnehin so. Und das ist eine gute Idee. Geschockt. Ich nehme trotzdem Schwinger 2. Weil ich da einfach alle treffe. Hehe. Geschockt. Bam. Faustschlag 2 auf den unteren und den Hieb noch. Wobei, warte mal, statt Faustschlag könnte ich dann auch die Ramme nehmen. Und zieh Kraft den oberen an, der ist ja eh fast tot. Ah, der untere ist erledigt. Sehr schön. Und der obere auch. So muss das. Haha, 300 Taler gefunden. Ah, die Bäume sehen schon cool aus. Huch. Ihr habt den heiligen Boden Kalis besudelt. Ihr werdet sterben. Mir scheint, wir kennen die Herrschaften. Ja, aber das sind doch... Gute Güte. Lassen Sie uns die Angelegenheit einfach wie Gentlemen regeln. Ha, eure zappelnde Herzen sind schon so gut wie den Kali geweiht. Sie legen es geradezu darauf an, mich zum Äußersten zu treiben. Nun denn, sie wollten es so. Passepartout, gib den Sträuchen eine gehörige Lektion in Benimm. Monsieur? Keine Sorge, ich werde dir nicht hineinreden. Verfahre ganz nach deinem Belieben. Monsieur ist hoffentlich nicht entgangen, dass ich ganz alleine gegen zwei kräftige Burschen antreten soll. Mein lieber Passepartout, erwartest du etwa, dass sich der Dschungel teilt und uns Verstärkung entbietet? Was ist denn hier los? Bericht! Monsieur Dampfwalze, oh merci, merci, merci. Überschwang einstellen, erkenne die Lage auch so. Dann tritt er mal beiseite. Heute scheint ihr Glückstag zu sein. Es wird ihnen erspart bleiben, Passepartout selbst entgegenzutreten. Für Kali! Ja, ja.
Ihr seid keine Gegner für uns. Überhaupt nicht. Alle! Was? Ja, wenigstens einer ist wieder aufgewacht. Grässlich, soll man denn solche Leute überhaupt treffen? Ja klar! Das ist voll unfair! Gruppenheilung 2. Du musst die halt erstmal selber in so einen Status kriegen, dass die nichts machen können. Ein Leutnant kennt keinen Schmerz! Aber das ist halt voll unfair, wenn die anfangen und man selber noch nicht mal was machen konnte. Ein Leutnant kennt keinen Schmerz! Ja, eine Mal geschockt, sehr schön. Leutnant kennt keinen Schmerz. Geschockt, geschockt, sehr schön. Wir sollten auf den unteren zuerst mit Einzelattacken. Wenn wir Einzelattacken machen, wollen wir aber nicht. Wobei, doch, wollen wir. Nee, wollen wir nicht. Große Heilung. Auf ihn hier. So. Und dann sollten die langsam mal K.O. sein. Da-da-da-da-dam. So. Na? Nein, nein, nein. Okay. Erledigt. So gefällt mir das. Wieso haben die überhaupt Taler hier mitten im Dschungel? Und eine Badekur, wieso? Splendid. Ich hatte schon Sorge, es könnte eine ernstliche Verzögerung aus dieser Angelegenheit erwachsen. Phileas Fogg, wie ist die Welt doch klein geworden? Aber sagen Sie, was machen Sie hier? Haben Sie es tatsächlich schon vergessen? Ich eile in kürzester Frist einmal um die Welt, Herr Professor. Halten Sie immer noch an Ihrer Wette fest, Herr Fogg? Es scheint ein Krieg zweier Welten. Ihr Wettpartner im Londoner Reformclub sind womöglich längst tot. Unthinkable. Als echte Gentleman kämen Sie nie auf die Idee, vor Wettende zu verscheiden. Geben Sie es auf, Monsieur. Ich versuche schon die ganze Zeit, meinen Herrn zu überzeugen. Erfolglos. Und was ist mit diesem Fuchs? Seit der schützende Arm des Empires nicht mehr über diesen Landen liegt, ist allerlei Schurkenbrut wieder... Okay, dachte gerade, ein Telefon hätte geläutet. Seit der schützende Arm des Empires nicht mehr über diesem Landenwald, ist allerlei Schurkenbrut wieder aus seinen Winkeln hervorgekrochen. Die opferwütigen Fuchs zählen zu den unangenehmsten Exemplaren. Das wohl. Nur zu viele arglose Wanderer haben sie im Namen ihres grausen Kults hingeschlachtet. Und tun es wieder. Um ein Haar hätten auch unsere Schädel die umliegenden Bäume geziert. Dennoch müssen wir in das Versteck dieser Halunken dringen, Münze. Beruhige dich. Wir werden die Dame nicht ihrem Schicksal überlassen. Bravo, Passepartout. Hä? Dame? Was hat es denn damit auf sich? Die Geschichte ist schnell erzählt. Seitdem die Unerquicklichkeiten des marsianischen Angriffs zunahmen, sahen wir uns gezwungen, auf etwas unkonventionelle Beförderungsmittel umzusteigen. So suchten wir diese Gegenden mit einem Elefanten zu durchqueren. Leider schaltete das Tier und warf uns ab. Sie müssen wissen, dass diese Wesen in einen merkwürdigen Furor geraten. Es sollte in einem nahen Baum eine Schlange sitzen. Als wir uns nun zu Fuß durch dieses Gehölz voranarbeiteten, gewahrten wir eine Prozession von Tuk-Anhängern, die eine Gefangene in ihren Opferstätten zu schleppen trachteten. Wir schlichen hinterher, um die Ärmste ihren Peinigern zu entreißen, doch leider wurden wir entdeckt. Sie kamen im rechten Augenblick, uns zu retten. Das fürchte ich, der Dame geht es dabei gar übel. Wir werden einen neuerlichen Rettungsversuch wagen. Oh, das werden wir. Die Mademoiselle ist liebliches, reizendste Geschöpf auf Erden. Wir befreien sie. Werde helfen. Exciting. Sie entpuppen sich als vollendeter Gentleman. Haben Sie denn schon einen Plan? Blindens Hineinstürmen scheint Ihnen immerhin keinen Erfolg gebracht zu haben.
Wohl wahr, aber dank Ihrer Hilfe kann ich unser Vorgehen entscheidend und erfolgsversprechend ändern. Sie werden hineinstürmen. Damit bieten Sie mir und meinem Diener die passende Ablenkung, um die Dame zu befreien. Fabelhaft, so wird's gemacht. Splendid, dann lassen Sie uns eilen. Ein echtes Gentleman-Abenteuer harret unser... Moment mal, wieso gehen wir voraus, wenn ihr die Ablenkung sein sollt? Ja, egal, das erfahren wir im nächsten Part. Denn für diesen hier sollte es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet auch wieder Spaß an diesem Part, so wie ich. Und würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt, Let's Play, die Reise ins All. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.